Das werden wir dann unten in den anderen Sachen dann auch nochmal benutzen. Wir werden nochmal jetzt in den nächsten Folgen, werden wir auch nochmal schauen, dass wir die Häuser mal von innen dann einrichten. Ich will den Hafen jetzt erstmal so grundlegend fertig machen. Guck mal, zack. Erstmal so grundlegend fertig machen, dass wir hier einen Weg haben, dass wir da überall Stein haben, dass wir zumindest die Terrassen soweit fertig haben. Also die einzelnen Abschnitte da. Häuser und sowas drauf, das müssen wir nochmal gucken. Ich wollte ja den Hafen quasi fertig bauen hier in der Version eigentlich. Das Problem ist halt einfach, dass der viel zu groß geworden ist. Der ist halt viel zu riesig geworden, dass ich da jetzt tatsächlich sagen muss, ich bin mir nicht so sicher, ob wir den quasi komplett fertig bauen. Also quasi mit Häusern, mit irgendwelchen Dekorationen oder sowas. Bis wir die Version dann wieder wechseln und alles und uns dann anderen Sachen widmen. Ja, oh, das Lied, ich krieg direkt Gänsehaut, ne? Ich krieg wirklich gerade Gänsehaut. Ach so, ja, stimmt, eine Sache, wo ich das gerade mit der Musik höre. Es gibt noch eine Sache, die sich natürlich geändert hat. Denn wie die meisten wissen, ich habe ja immer dann gesagt, so von wegen Monetarisierung und so und sowas, da habe ich euch oft drüber gesprochen, abonnieren und sowas bis zu 1000 Abos, das wäre top. Eine Sache, die sich jetzt natürlich geändert hat, ist, dass wir jetzt natürlich, also dass ich jetzt natürlich, also wer hätte es gedacht, das hätte wahrscheinlich jeder andere auch gemacht, dass ich jetzt natürlich die Werbeanzeigen geschaltet habe. Zwischen meinen Videos, vor meinen Videos, nach meinen Videos. Und ja, was sich allerdings nicht ändern wird, ist, bis auf die Folgen von Need for Speed oder Horizon und sowas ist, ich muss mir ein neues Intro erstellen. Das habt ihr ja hier sowieso nicht, also das werden wir ja hier sowieso nicht haben in Minecraft, da mache ich das ja wirklich wie damals, dass wir hier das ohne Intro machen. Allerdings muss ich mir ein neues Intro überlegen, weil da Musik drin ist, die mir halt jedes Mal alle Videos vom Monetarisieren sperrt. Was sich allerdings nicht ändern wird, sowohl hier bei Minecraft als auch in den anderen Games, wenn da Musik drin ist, wie jetzt zum Beispiel hier die Musik, die wir jetzt nebenbei laufen haben, da gibt es auch Lieder, die werden dann von YouTube halt erkannt und werden halt gesagt, nee, 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 mach mal nicht. Ich habe vergessen, die Wolle wieder wegzupacken, deswegen gehen wir nochmal einmal kurz zurück. Auf jeden Fall wird sich quasi nichts daran ändern, wie ich die Musik jetzt in diesen Videos benutze. Also es wird quasi weiterhin die Musik hier bei Minecraft laufen, die sonst auch lief. Und wenn dann halt YouTube dann erkennt, ah, guck mal, das Lied, nee, mach mal nicht, dann ist das halt so. Dann ist halt das Video nicht monetarisiert, aber ihr habt da halt trotzdem die Musik, die ja normalerweise hier auch läuft. Und das will ich auch gerne, weil ich will eigentlich, ich mag die Musik. Da sind so viele geile Lieder dabei und die werden dann halt dann rausgestrikt, sag ich mal. Und deswegen lassen wir das jetzt erstmal alles so drin. Bei Need for Speed jetzt momentan ist es genau dasselbe. Da haben wir ja quasi auch normale Musik, die dann läuft in den Rennen und sonstiges. Das wird sich auch nicht ändern. Also das heißt, da werden wir auch weiterhin die normale Musik dann benutzen. Weil es ist einfach, das gehört einfach zu diesem Spiel und ich möchte quasi versuchen, diese Werbeeinnahmen nicht über das Spielerlebnis zu stellen. Weil das ist halt Blödsinn. Ich will halt euch, also ich will ja selber das Spiel so genießen, wie ich es kenne. Ich will euch das Spiel so genießen lassen, wie ihr das hoffentlich kennt oder wie ich denke, dass ich es euch gut verkaufen kann. Und deswegen ist es einfach so, dass sich daran so gesehen nichts ändern wird und wir das so weiter so verfahren, wie das momentan jetzt auch der Fall ist. Genau, so viel dazu. Und damit ihr aber dann Bescheid wisst, warum jetzt plötzlich Werbung vor den Videos läuft. Also auch nicht allen. Ihr werdet es dann ja merken, wenn keine Werbung davor läuft, habt ihr entweder einen Adblocker, was natürlich schön wäre, wenn ihr den nicht benutzt, oder ihr seht dann daran, dass das Video nicht monetarisiert ist. Genau. So, aber genug. Jetzt erstmal davon. Ich muss sagen, der Hafen sieht auch so sehr gut aus. Gefällt mir unfassbar gut. Und ich freue mich darauf, wenn wir das Ding jetzt hier dann fertig bauen, hier mit Stufen und dem ganzen Zeug. Deswegen, wir werden jetzt gleich nochmal runtergehen. Ich werde jetzt gleich nochmal ein anderes Thema anschneiden, über das jetzt letztens in der einen Folge ich mit jemandem diskutiert habe, Folge 150. Wenn ihr das auch nochmal da zurückgehen wollt und euch das angucken wollt, da ging es um, am Anfang der Folge ging es um Pronomen und Gendern, was ich da gesagt habe. Musste selber am Ende feststellen, dass das, was ich gesagt habe, irgendwie nicht so ganz das war, was ich dann wirklich auch meinte, beziehungsweise ich habe was gesagt, wo ich mir dachte, so, warum hast du das gesagt? Weil das kommt einfach komplett falsch rüber. Deswegen, damit wir uns da nicht falsch verstehen, werde ich da gleich nochmal drauf eingehen, nachdem ihr jetzt hier geguckt habt, dass ich hier noch ein paar Sachen mitnehme. Wir lassen mal eine Schraufe, können wir trotzdem nochmal craften. Pass auf, wir bauen jetzt erstmal nochmal ein paar Spitzhacken. Pass auf, ich baue erstmal eine Schaufel. Also wir bauen erstmal noch eine Schaufel, die nehme ich Feuchtzauber mit. Und dann machen wir mal drei Spitzhacken. Das wird wahrscheinlich immer noch nicht mal im Ansatz ausreichen. Aber wir haben da, das kannst du scheißegal. Ja, komm, mal noch zwei. Wir machen noch zwei. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß, es werden sehr viele Redefolgen werden.
Es ist ein bisschen schade, weil ich eigentlich darauf gehofft hatte, dass ich das mit dem Diamantenhandschuh jetzt machen kann, damit das alles schneller geht. Aber wie ihr leider eben gerade auch sehen musstet, ist das leider nicht der Fall. Den können wir leider nicht benutzen. Das ist blöd, aber so ist das immer. Ja, genau. Da muss ich einmal ganz kurz hier das Dings wieder zumachen, weil ich habe mir dazu natürlich ein bisschen was aufgeschrieben, um mich da jetzt quasi nicht wieder falsch auszudrücken, damit das nicht so rüberkommt, wie es nicht rüberkommen soll. Damit ich das auch quasi einmal richtig dann erzählt habe und richtig euch dann erklärt habe, wie das von mir dann gemeint war. Weil ich hatte da nämlich gesagt gehabt, dass mir das, dass man mir nicht auf den Sack gehen soll damit, dass man sich, also dass ich mich gezwungen fühle und dies, so kam das halt rüber. Da möchte ich nochmal dazu sagen, quasi, also erstmal von Anfang an, ich habe überhaupt nichts gegen Leute, die andere Pronomen benutzen, die quasi sich für das Gendern einsetzen. Da habe ich ja auch schon danach drüber gesprochen, dass ich ja auch für Gleichberechtigung von Frauen, das gleiche Bezahlung und sowas. Ich war bisher in Jobs, habe ich da gesagt, ja auch, wo immer die Frauen immer gleich gut bezahlt wurden wie wir Männer. Jetzt können wir uns hier ganz kurz mal gucken. Ja, so sieht das jetzt aus mit der Fackel. Sieht, finde ich, sehr gut tatsächlich. Ich hoffe, dass das Spiel dadurch nicht abschmiert. Einmal kurz speichern. Ne? Und ja. Darüber habe ich ja in der Folge damals schon gesprochen gehabt und das mit dem, einfach nur, damit man da jetzt von Anfang an nicht unbedingt einen falschen Eindruck dann davon kriegt. So, wie habe ich das jetzt gemeint? Also das mit dem auf den Sack gehen war halt quasi gar nicht so gemeint, so von wegen, dass man mir damit da nicht auf den Sack gehen solle, sondern ich habe das einfach, ich sag mal so, als generelles Ding gesagt, dass halt jeder mit den Pronomen leben kann, wie er will. Ich weiß nicht, was habe ich da letztens gesehen? Them, they oder irgendwie sowas. Ich habe davon leider keine Ahnung, weil ich habe mich damit nicht beschäftigt. Für mich ist es nicht so relevant, sage ich jetzt mal. Ich selber habe da hier nichts ja. Wollte das quasi aber gar nicht so ausdrücken, dass ich quasi mich selber damit meine, sondern quasi, kann man so sagen, so in der dritten Person, dass man einem quasi nicht damit auf den Sack gehen soll, ne, sondern nicht mir selber, und so war das quasi gemeint. Ich kann das absolut nachvollziehen, dass man das falsch verstehen kann, dass das so rüberkommt, als wenn ich mich selber damit meinte. Deswegen will ich das hier quasi nochmal so richtig stellen. Und im Zuge dessen habe ich ja das mit auf den Sack gehen, ist dann halt auch das dementsprechend gekommen, weil ich auf Instagram, ich weiß ja, wir sind sehr seriös und alles da, weil ich auf Instagram auch immer mal wieder Videos gesehen habe, wo sich halt dann Leute quasi darüber aufgeregt haben, dass sie falsch angesprochen wurden, ne? Dass man dann sagt, dass sie oder er das und das doch lassen soll und dass man sie halt mit er oder sie angesprochen hat, aber als eigentlich sie sich halt anders identifizieren, ne? Um jetzt quasi darauf zu kommen. Und die Sache ist halt aber einfach, das muss man auch einfach mal da bedenken, dass halt Leute, wie zum Beispiel ich auch, die halt überhaupt nicht in dieser Materie drinne sind und da überhaupt nicht was mit zu tun haben, halt davon keine Ahnung haben. Und die Sache ist halt einfach, dann muss man auch von deren Seite dann, es gibt bestimmt auch sehr viele, die das anders handhaben, es liegt halt einfach an den Videos, die ich da gesehen habe. Irgendwann werden einem natürlich, auch wenn man viele dieselben Videos guckt und sich dann auch die Länge anguckt, werden einem natürlich ähnliche Videos vorgeschlagen. Deswegen kann das natürlich sehr gut sein, dass ich halt nur die schlechte Seite davon gesehen habe. Aber dass die Leute sich dann übelst persönlich angegriffen gefühlt haben und ich mir dann halt sagte so, ja, ich kann das verstehen, ja, das ist falsch, dies und das, aber wenn das der andere nicht weiß, also woher soll man das halt von außen wissen, dass sich derjenige anders identifiziert, ne? Und ich habe halt die Sachen da immer gesehen gehabt und quasi das war das, was ich damit meinte, dass man einem dann damit dann halt so nicht auf den Sack gehen soll, dass jeder so sein Leben leben soll, wie er es will, aber dann halt nicht den einen dann so ankeifen soll, dass der jemanden quasi damit, ich sag mal, gewisser Art beleidigt oder jemanden dann halt anders nennt, als es eigentlich der Fall sein sollte oder wie er sich das denkt, aber einfach aus dem Grund, dass der andere es halt nicht besser weiß, weil er das halt, ich sag mal, so nicht sieht, ne? Deswegen, ja. So viel quasi zu dieser Sache, wo ich meinte, so, dass man einem damit nicht auf den Sack gehen soll. Das ist quasi meine Erklärung, was ich damit eigentlich meinte, ein bisschen jetzt weiter ausgeführt. Ich weiß, man kann mir nicht in den Kopf gucken, deswegen war mir das jetzt wichtig, dass wir darüber nochmal gesprochen haben und ich das so nochmal jetzt quasi euch nochmal gesagt habe, wie ich das sehe. Dann habe ich gesagt, dass man einen nicht dazu zwingen soll mit Gendern und allem möglichen Zeugs. Letztendlich keiner zwingt irgendjemanden jetzt dazu zu gendern. Das ist richtig, das wurde mir auch gesagt, jeder kann so machen, wie er will. Die Sache ist halt aber einfach irgendwo, das kriegt das selber bei meinem Vater mit, weil der auch in einem etwas größeren Unternehmen halt arbeitet. Letztendlich hat man damit natürlich kein Problem, das dann in Mails oder sowas dann einzuschreiben. Aber es ist halt schon so, wenn es halt jemand sagt, zu mir ist das eigentlich scheißegal, du bist trotz alledem in gewisser Art auf der Arbeit aufgrund von Professionalität und allem halt gezwungen, das Gendern halt zu benutzen. Ne? Also ich sag mal so, wenn du jetzt eine offizielle Mail schreibst, also quasi, ne, dann ist das schon so, dass du einfach um da eventuell Konflikten oder sowas zu entgehen, das quasi machen solltest oder beziehungsweise
also es ist ein indirekter Zwang, hätte ich jetzt dann mal gesagt. Ne, dass du quasi indirekt dazu gezwungen bist, es zu benutzen, um irgendwelchen Konversationen oder irgendwelchen großen Diskussionen da aus dem Weg zu gehen, die halt quasi jetzt da nicht unbedingt nötig wären. Ne, also, tja, keiner ist gezwungen, aber es gibt halt in manchen Bereichen der Gesellschaft gibt es quasi diesen indirekten Zwang, dass du Sachen gendern musst, beziehungsweise gendern solltest, um halt auch ein gewisser professionell dann in dem Bereich rüberzukommen, aber auch einfach um Diskussionen oder irgendwelchen Sachen da zu entgehen, die dann vielleicht nicht unbedingt jetzt dann nützlich für die Diskussion oder für den, ich sag mal, für den Ablauf der Arbeit oder sowas dann nötig sind. Ne? Das kam alles quasi so rüber, als wenn ich das alles so als Fakt ansehe, dass quasi jeder gezwungen ist und dies und das und das. Und das möchte ich jetzt gerade einfach nochmal sagen, dass das nicht der Fall ist, also dass ich mich da auch nicht zugezwungen fühle, ist aber sich verständlicherweise in diesem Video so angehört hat, als wenn ich das als jeder ist gezwungen dazu zu gendern und dies und das und das. Das ist quasi meine Erklärung, was ich damit meine, dieser indirekte Zwang, dass du halt durch die Arbeit und sowas da halt, ne, quasi indirekt zugezwungen bist. Ich habe mir dann auch der Kollege, ich weiß da deinen Namen leider nicht mehr, falls du dieses Video guckst, schöne Grüße. Und ich habe mir dann auch die Videos von der Mai angeguckt, die kannte ich vorher auch schon. Die ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob es ist sie sogar Doktorin, ich weiß nicht, ob sie sogar einen Doktortitel hat. Auf jeden Fall sehr wissenschaftlicher YouTube-Kanal, finde ich super nice. Ich habe die vorher auch schon teilweise geguckt gehabt und habe mir dann das Video zu Gendern angeguckt. Wissenschaftliche Studien, die dann dazu, was von wegen, was den Redefluss angeht, die Schönheit von des Textes und die, ich sag mal so, den Satzbau und alles, wie, ob das einen großen Einfluss und sowas hat. Und da hat sich halt herausgestellt, dass das eigentlich nicht so groß der Fall ist, also dass das nicht so ein Riesending ist und dass das halt so ein bisschen Gewohnheitssache auch ist, was ich absolut nachvollziehen kann. Ne? Und ja, sehr schönes Video, wer da auch selber sich nochmal sich das angucken will, ich kann das gerne jetzt auch nochmal so weiterleiten. Sehr schönes Video, hat mir sehr viel Spaß gemacht, das sich anzugucken und war wirklich sehr interessant. Genau, so viel zu dem Thema mit dem Gendern und dem Pronomen, was da ich auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, weil derjenige, ja, ich wollte das quasi nochmal richtig stellen, weil ich ein bisschen dann doch schockiert war, wie das dann rübergekommen ist, weil das, wie schon gesagt, jetzt hier anhand dessen gar nicht so gemeint war, wie ich das da gesagt habe. Und ich verstehe auch, deswegen, das sehe ich auch da so ein, ne? Also versteht mich nicht falsch, ist nicht so, dass ich dem jetzt ausweiche, sondern ich verstehe absolut, dass das, was ich da gesagt habe, auch so rübergekommen ist, dass man denken könnte, dass ich da absolut was gegen habe und ich das überhaupt nicht verstehen kann. Aber es war einfach nur quasi, ja, falsch von mir ausgedrückt. Und zwar so ausgedrückt, dass man das halt so denken könnte, dass das so meine Einstellung zu dem Ganzen ist. Ist es aber nicht, möchte ich hiermit dann jetzt quasi nochmal so gesagt haben. Genau, so, guck mal, jetzt haben wir ja schon wieder 50 Milliarden weitere Sachen ausgebaut und wir haben nur nochmal kurz drüber gesprochen. Ich sehe auch gerade, wenn ich die Zeit sehe, also wir sind jetzt nicht lange dabei, es ist jetzt die zweite Folge, die wir jetzt hier haben. Folge 160 übrigens, hallo, willkommen in Folge 160. ja, wir müssen halt gucken, also wir werden es circa noch eine Stunde machen, weil ich schon heute noch ein bisschen was zu tun habe, aber ich wollte unbedingt wieder aufnehmen, weil ich die Mods jetzt hier ausprobieren wollte, weil ich das hier weiterhin eine richtig schöne Minecraft-Welt da weiterbauen wollte. Weil ich habe so viele Ideen. Ich habe die Gronkh-Videos geguckt, ich habe andere Videos von anderen YouTubern vorgeschlagen bekommen und natürlich will ich weiterhin hier versuchen, täglich die Uploads zu machen. Für mich ist auch die Sache, ich weiß, wahrscheinlich viele, die für Minecraft hier sind, sind auch meistens nur wegen Minecraft dann jetzt auch hier. Aber vielleicht nochmal da ganz wichtig, falls auch Leute aus anderen Let's Plays da sind, für mich, das werde ich auch dann später in diesem Video, was ich dann machen werde, zu dem Abonnentenzuwachs, werde ich das auch nochmal sagen. Es ist einfach so, dass für mich tatsächlich das Projekt, an dem mir persönlich am meisten hängt, tatsächlich Minecraft ist. Also das hier ist tatsächlich das Projekt, an dem mir persönlich am meisten hängt, einfach weil ich so viele Kindheitserinnerungen damit verbinde, mehr als mit zum Beispiel jetzt Need for Speed oder sowas, da verbinde ich auch unfassbar viele Sachen mit. Aber die Sache da ist einfach, dass das nur ein kleiner Teil meiner Kindheit war. Das war halt ein Spiel von vielen, ein sehr gutes Spiel von vielen. Aber kommt halt, wenn man das mal so, kommt halt einfach nicht an Minecraft ran, was ich über viele Jahre gespielt habe. Und deswegen ist das einfach für mich nochmal ein bisschen was anderes als jetzt so Need for Speed. Oder, gut, Horizon ist eh was anderes. Horizon ist ja eh ein neueres Spiel, das hat man ja eh noch nicht. Aber deswegen wird für mich Minecraft das Hauptprojekt bleiben. Und ich habe auch schon überlegt, tatsächlich als weiteres älteres Spiel. Also ich werde das Channel-Konzept, das werde ich euch in diesem anderen Video dann nochmal erläutern. Ich habe mir nämlich so ein bisschen was überlegt. Es gibt so ein paar Sachen, die sich jetzt nochmal ändern werden, weil ich jetzt quasi dafür sorgen will, dass wir jetzt auch mit einer gewissen Geschwindigkeit dann doch versuchen. Jetzt haben wir ein gutes Tempo hingelegt. Das hat sich jetzt quasi wieder auf einem Niveau jetzt
quasi wieder gesetzt, dass wir täglich vielleicht ein Abo dazu kriegen. Von vorher, wir hatten dann ja einen Tag, hatten wir über 50 an einem Tag. Na, das ist schon ein Riesenunterschied. Da merkt ihr schon, also irgendwas muss ja da gewesen sein, dass das jetzt so einen großen Unterschied dann gemacht hat. Deswegen werde ich euch das in diesem Video dann nochmal erläutern. Erwartet es nächste Woche. Erwartet es nächste Woche. Deswegen werde ich jetzt dann auch nochmal gucken, dass ich das Channel-Konzept da euch dann auch nochmal gut erläutere, dass ich euch sage, was meine Pläne für die nächsten Wochen sind. Die Frage ist jetzt auch, wie das an sich jetzt die nächsten Wochen weitergeht. Ich kann das schon mal so ein ganz kleines bisschen spoilern. Die Sache ist halt einfach, ich ziehe um. Das wollte ich nämlich auch nochmal. Ich ziehe ja um nach München aufgrund von Arbeit, ne, weil ich quasi einen neuen Job in München habe. Jetzt den in Karlsruhe musste ich leider gezwungenermaßen ja aufgeben. Da könnt Oder wenn ihr Bock habt, dass es euch interessiert, habe ich dazu. Ah, ich habe in irgendeinem Flusi-Stream mal darüber gesprochen. Jetzt könnte ich sagen, oh, guckt euch die Flusi-Videos an. Ich habe da in irgendeinem Flusi-Stream habe ich mal darüber gesprochen. Ich kann das gerne auch nochmal anreißen, wenn das mehrere Leute interessiert. Auf jeden Fall, ja, muss ich ja gezwungenermaßen jetzt nach München dann umziehen aufgrund von Arbeit. Und da liegt halt einfach jetzt viel an mit Wohnungssuche, mit quasi Wohnungsbesichtigung und alles. Und die Sache ist einfach, ich weiß nicht, einfach aufgrund dessen, dass das auch relativ spontan ist, ob ich das hinkriege, alle Projekte in der Geschwindigkeit, wie wir sie jetzt momentan haben, weiterzuführen. Das werde ich dann, wird die quasi die Zeit auch zeigen und da muss ich dann so ein bisschen spontan dann gucken, wie das dann aussieht mit Besichtigung und allem. Also ich kann jetzt schon mal sagen, dass wir eventuell wieder bei Minecraft auf einen Zweitagesrhythmus zurückkommen. Allerdings nur für vielleicht ein paar Tage, einfach weil ich dann spontan nach München muss wegen Wohnungsbesichtigung und ich einfach da dann jetzt dann nicht die Zeit hatte, nochmal was Neues aufzunehmen. Nur schon mal so vorweg, damit ihr Bescheid wisst, dass das sich eventuell wieder nochmal ein bisschen ändern könnte und dass wir da eventuell nochmal ein bisschen ja, Variationen in den Upload-Zeiten drin haben werden. Aber das wird sich dann quasi herausstellen, wenn ja, wenn es dann soweit ist. Alles Weitere, auch mit den anderen Sachen, das will ich jetzt quasi gar nicht hier, weil ich weiß, die Sache ist halt, ich kann euch das jetzt hier erzählen, die Sache ist aber, dass ich halt mit diesen Videos nicht alle Leute erreiche, die jetzt momentan bei mir hier Abonnenten sind, weil halt viele Leute nur wegen Need for Speed da sind. Verständlicherweise, ne? Ja, aber ich kenne das ja auch, ich würde mich jetzt ja auch nicht jetzt unbedingt für Sims zum Beispiel interessieren, so als Beispiel. Deswegen würde ich einen Kanal, der vielleicht Minecraft macht, würde ich jetzt nicht abonnieren, um dann auch noch Sims dazu zu gucken. Deswegen ist dann halt dann die Sache, dass ich dazu halt nochmal ein externes Video dann mache, wo ich das alles dann nochmal erläutere, wo ich auch dann die Sachen beleuchte, warum das jetzt so schnell gewachsen ist, weil es gibt bestimmt Leute auch unter euch jetzt hier, nicht nur unter meinen, ich sag mal, engeren Freunden, die jetzt alle sehr verwirrt waren, wie das jetzt alles so schnell gehen konnte, die das vielleicht interessiert, warum das jetzt so schnell ging und vielleicht auch, warum das jetzt gerade nicht so weitergeht, wie das vorher der Fall war. Hat aber alles eine logische Erklärung und hat alles einen Sinn und auch eine legale Begründung. Weil das ist halt schon sehr, man könnte schon sagen, man könnte schon denken, dass es das halt gebottet ist. Einfach aus dem Grund, dass das halt von einem auf den anderen Tag. Na, wobei, wir haben nicht so fix angefangen. Es ging, glaube ich, los mit irgendwie den ersten Tag waren es, glaube ich, 20 Abonnenten. Dann wurde es wieder ein bisschen mehr, dann wurde es mehr, dann waren es, glaube ich, 37 und dann waren wir bei 52 Abonnenten an einem Tag. Also das war schon wirklich, da habe ich echt gedacht, was geht denn jetzt ab? Also das, was ich gemacht habe, nur Spoiler. Ne, müsst ihr abwarten. dass das so erfolgreich dann tatsächlich ist, hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich selber nicht gedacht.